Der Papst Franziskus hat heute Abend der Urbi und Orbi gescheicht. Der Sago ohne Worte, aber mit dem gewandelten Brot von der Eucharistie. Auch wir dürfen unser Pfarrkirche von Naters immer wieder der Sago von Gott empfangen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit stieg Jesus in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Plötzlich brach auf dem See ein gewaltiger Sturm los, sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief hinten im Boot. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn. Sie riefen: Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Ist es dir denn egal, dass wir untergehen? Jesus schaute seine Jünger an und sagte: Warum habt ihr solche Angst? Dann stand er auf, drohte dem Wind und dem See, und es wurde vollkommen still. Jesus schaute seine Jünger an und sagte: Warum ist euer Glaube immer noch so klein? Und sie staunten darüber. Und sie sagten zueinander: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ein Sturm auf dem See. Das Boot geht fast unter und Jesus schlaft. Er schlaft bis zu dem Augenblick, wo die Jünger zu ihm kommen und sagen: Jesus, ist das dir gleich, dass wir untergehen? Sobald dass Jesus erwacht, sobald dass die Jünger ihn noch haben geweckt, steht er auf, sagt dem Sturm und dem See, dass sie still sind. Ist er das Lebensboot, das Schiff von der Welt, wie es auch der Papst hat gesagt, wird hin und her geworfen. Sturm ist eingekehrt in unsere Welt. Und wir haben das Gefühl, wir gehen zugrund und wir riefen: Jesus, ist das dir gleich, dass wir untergehen? Wir sollen riefen. Wir sollen Jesus wecken in diesen Tag, wenn wir ihn wecken. Wie wird es ihm gehen mit diesem Vertrauen,
sagt er zu uns, sagt er zur ganzen Welt, wie er es immer gesagt hat als Überstandene, fürchtet euch nicht. Er schenkt euch um Herz, Ruhe und Stille. Die Welle von der Krise wird er nicht sofort stillen. Aber ist in Angst, ist in Furcht, ist in Zweifel, ist er das Herz, macht er still. Dem Jesus ist nicht gleich. Er wartet aber euch darauf, dass wir zu ihm gehen und ihm sagen, Jesus, hilf uns und dieser Welt. Herr Jesus Christus, König und Erlöser, ich bringe dir alle Kranken der Pfarrei, alle Kranken meiner Familie, die Kranken der Welt, und ich bitte dich um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie in ihrer Suche nach Mitteln, allen Krankenschwestern und Pflegern die Kraft in dieser extremen Belastung. Den Politikern gib Besonnenheit, Entscheidungen zu treffen, welche das Wohl aller im Auge behalten. Den Priestern und Seelsorgern schenke die Gnade, ihr Gebet für alle aufzuopfern, mit offenen Ohren auf die Seelen zu hören. Vater, blicke auf alle, die sich Sorgen machen, auf alle, die hinter den Kulissen arbeiten, damit es uns gut geht. Ich bete für alle, die sich ängstigen, dass sie das Vertrauen in Gottes Gegenwart nicht verlieren und wunderbare Menschen an der Seite haben, die sie unterstützen. Guter Gott, ich bringe dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können, berühre du ihre Herzen und umarme du sie für mich. Herr, ich bitte dich für mich, dass ich in dieser Zeit zum Boten deiner Liebe werde, überall, wo ich bin, Trost und Freude, Glaube und Hoffnung ausstrahle, in deinem Namen.